Auch meine Kollegen, nämlich schauen wir uns den Film an. Herr Basler, Sie sind ja auch der Meinung, dass der FC Invalide 0815 die geilste Hobbymannschaft auf der ganzen weiten Welt ist. Ja, gut, über das Thema möchte ich gar nicht mehr diskutieren. Da ist jedes Wort zu viel. Da habe ich ja schon genug gesagt, die letzten Wochen oder Monate. Mir hat es ja keiner geglaubt. Kennst du der FC Invalide 0815? Das ist der neue Kultclub aus dem Schwabenland. Herr Basler, warum spielen Sie denn nicht mehr beim FC Invalide 0815? Einmal war es zu warm, einmal war es zu kalt, dann war der Hund hat Fieber gehabt oder was. Wie finden Sie den Tokio-Bordel? Ja, ist nicht so gut. Ja gut, stimmt es denn, dass Sie nächstes Jahr beim FC Invalide 0815 spielen? Das weiß ich nicht, das müssen Sie unseren Präsidenten fragen. Du Franz, hättest du später vielleicht mal FC Invalide 0815 trainieren? Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Neuen Gerüchten zu folgen, sollen Sie beim FC Invalide nächstes Jahr spielen. Stimmt das denn wirklich, oder? Wer hat das gesagt? Das haben wir also erfahren. Eben. Na gut, dann ich sag jetzt dazu da nichts. Sie sollen Geld an den FC Invalide überwiesen haben, stimmt das? Ich habe da Geld überwiesen, was sollen die doofen Fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen, schaue ich noch in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert. Das ist eine weg. Ja gut, ich meine, wir haben das in der Blöd-Zeitung gelesen. Das habe ich ja noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein, sagen Sie mir das? Sagen Sie mir was? Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut. Dass du sagst, Sie sind ein Dreckschwein. Ein Dreckschwein. Ja gut, Tarkan, ist Pommes 08 oder der FC Invalide 0815 besser? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Der FC Invalide ist scheiße, stimmt das? Absoluter Schwachsinn, das ist irgendwie für mich so wirklich absolut blöde Journalistenfrage. Wen findet Sie besser, Invalide oder Invalide Composti? Ich sag's Ihnen, wie es ist mir scheißegal. Herr Guter Riebeck, der FC Invalide soll nicht so gut sein wie Bayern München, stimmt das? Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen? Sie sagten, FC Invalide sei scheiße. Ich? Ja. Nö. Warum? Ja gut, Herr Brinkmann, was halten Sie denn von der Pokalausbeute vom FC Invalide 0815? Die ist atemberaubend, aber atemberaubend schlecht. Ja, danke schön, Sie dummes Arschloch.